willkommen zum Nerdquiz. Ich bin Schöner Trant und ich bin heute euer Quizmaster. Wir werden heute 20 knüppelharte Nerdfragen haben, die die Gehirne unserer Kandidaten auf Rosinengröße schrumpeln lassen. Apropos Kandidaten, wollen wir sie reinkommen lassen? Da sind sie auch schon. Team 1, angeführt von Eddie, hat im Spiel- und Filmbereich schon viel erlebt, aber leider wieder alles vergessen. Ganz im Gegensatz zu Fabian. In seinem Gehirn werden alle Spielefakten nummeriert, gelockt und fein säuberlich abgeheftet. Die holde Fantasy-Fee Annabelle kennt sich bestens mit Rollenspielen aus, genau wie MMO-Profi Hauke, der sich ärgern wird, dass heute keine MMO-Fragen gestellt werden. Alles klar, Team 1, bitte. Bitte. Team 2 steht unter der Leitung von Kapitän Nils. Nicht der Nerdigste in dem Laden hier, aber dafür sieht er gut aus. Hallo Nils. Ohne Gregor, den japanophilen Games-Lexikon aus Griechenland, wäre er bestimmt aufgeschmissen. Ebenfalls mit dabei Dennis, Spezialist für komische Spiele, die sonst keiner zockt. Und die charmante Lisa, die mit ihrer weiblichen Intuition den Karren aus dem Dreck zieht, wenn die Herren abkacken. Team 2, Applaus, bitteschön. Bitte, auf euren Platz. Und das letzte Team im Bilde. Team 3, angeführt von Kapitän Simon, einer Koryphäe auf dem Gebiet storylastiger Spiele, allerdings kann er sich keine Zahlen merken. Unterstützt wird er von Daniel, dem leidenschaftlichen Filmfuzzi, sowie Tim, aufgrund seiner jungen Jahre der Experte für New School Shit. Und das ist Ben, Applaus! Das sind die Teams. Und hier sind die Regeln. Jedes Team tritt nacheinander an und muss 20 knallharte Nerdfragen am Stück beantworten. Das Zeitlimit für eine Frage beträgt 2 Minuten. Spätestens nach diesen 2 Minuten muss der Team-Captain und nur der Team-Captain die Antwort verlautbaren lassen. Für jede korrekte Antwort gibt es 1 Punkt, macht insgesamt 20. Herrscht am Ende Punktgleichheit zwischen 2 oder allen 3 Teams, wird eine Stichfrage gestellt, bei der die 3 Captains jedoch alleine antreten müssen. Das waren die Regeln. Alles klar soweit? Gut, dann... Es darf nicht zum Stechen kommen. Können wir mit der ersten Frage beginnen. Ist bereit? Was stellt man in Minecraft mit diesem Crafting-Rezept her? Ich weiß es. 2 Minuten, das viel Spaß. Das ist eine Axt. Hat irgendjemand schon mal Minecraft gespielt? Nie im Leben. Keiner von uns spielt Minecraft. Ich glaube, es gibt gar keinen Hammer, oder? Ja, Hammer gibt es sicher. Wenn es eine Axt auf jeden Fall gibt, dann ist so Axt. Das sieht aus wie eine Axt. Eine Axt oder eine Hacke, ich weiß nicht. Die Hacke ist so das bekannteste und beliebteste. Ja, ne? Also sicher, dass man für eine Axt mehrere Steine und mehrere Holz braucht? Das ist nicht Holz, das ist Eisen. Das sind 2 Holzstiele, das ist der Griff und dann machst du so rum, dass die. Was ist, wenn es eine Spitzhacke ist? Deine Spitzhacke ist, glaube ich, da müsste das oben noch links noch eins sein. Wir sind als Team nach langer Diskussion zu dem Schluss gekommen, dass es sich hierbei höchstwahrscheinlich um die Hacke handeln muss. Ich möchte lösen. Die Antwort lautet eine Axt, Eisenaxt. Axt. Alles klar, Axt ist die Antwort. Wir loggen sie ein und schauen mal, ob das stimmt. Ja! Axt ist korrekt! Yes! Yeah, super, Hauke. Ja, aber das haben wir ja, also... Die Fallout-Reihe ist bekannt für das Charaktererstellungssystem Special. Wofür steht jeder einzelne Buchstabe? Das kriegen wir hin. Das kriegt ihr hin? 2 Minuten ab jetzt. Sind das nicht sogar die... Oh, sind das nicht die Werte? Sind das nicht die einzelnen Werte, die man hat? Ah, okay. Irgendwas, aber ich habe keine Ahnung, was das kann alles. Also es hat niemand auch nur die geringste Ahnung. Lab. I ist Intelligenz, C ist Perception, Perception, Endurance. Komm. Charisma. Charisma, Intelligence, Agility und Luck. Ja. Klingt nicht so schlecht. Das ist doch. Was war P denn? Strength. Live klingt schon irgendwie live, ja. Richtig. Es gibt ja eine Lebens... Counter für Scheiße! Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility und... Was habe ich als letztes gesagt? Luck. Okay, S steht für Stärke, P für... Auf Englisch wäre es... Lass P erstmal weg, vielleicht kommen wir drauf. Okay, P schieben wir hinten an, ja? Soweit korrekt? Gut. S für Stärke ist schon mal korrekt. Ich nehme es zur Kenntnis. Okay. E war Endurance, genau. Und oh Gott, C war Charisma. I war Intelligence. Ja, sicher, okay. Aber Agility und L war Life. Und P. Protection, lass uns Protection. Protection. Unsere Antwort lautet: Special steht für Strength, Strength, Perception, Endurance, Charisma, Intelligence, Agility, Luck. Alles klar, wir schauen uns mal die Lösung an. Yes! Yeah! Yeah! Yes! Alter, Mann! Sehr gut. Yes! Perception! Und haben wir gesagt, hab ich doch nicht gesagt, Perception. Ja, Lack, Mann, ey. Habt ihr gehört, oder? Perception?
Hast du es gesagt? Richtig. Echt? Natürlich. Aber auch Perception hätte nichts gebracht, denn L live wäre ja auch falsch gewesen. Ach, was war denn Luck, jetzt? War Luck. Shit. Frage 3. In Der Herr der Ringe nutzt Zauberer Saruman einen sehenden Stein, um seine Gegner auszuspionieren. Wie wird dieser Stein genannt? 2 Minuten ab jetzt. Viel Spaß. Ist das Telefonjoker? Der hat irgendeinen so dummen Namen, sowas wie Molinier oder... Wie der Harry Potter-Spiegel. Ja, das im Tolkien-Universum hat auch alles immer irgendeinen dummen Scheiß. Ich hab das noch im Kopf, aber... Ich erinnere mich genau an die Szene, als Gandalf schläft und dann geht der Hobbit dahin. Nee, ja, es hat... Alter! Tier, irgendwas mit Tier, Parantier, Seestein 2000. Seestein. Aber ich wette, Trant will irgendeinen Spezialnamen haben auf Elbisch. Auf Elbisch? Guck mal, immer alle anderen Konsonanten da durch, das klingt doch alles scheiße. Palantir, Parantier ist scheiße, Parfantier, Parmantier, das ist alles kacke. Ich weiß nicht. Ich möchte lösen. Zeit ist auch um. Schmorf. Nein. Schmorf. Das ist unsere Antwort, dann sag wenigstens Elderstein, auch wenn es falsch ist. Das ist noch wahrscheinlicher als Schmorf. Unsere Antwort lautet... Das Auge von Elderstein. Nein. Wir sagen, das ist Teamgeist. Teamgeist. Ja, von Adidas. Ich habe das voll zu vertrauen. Deswegen Galadriel, denkst du, das ist... Das heißt Palantir, das Ding. Alles klar, dann schauen wir doch mal, ob das stimmt. Hier kommt die Antwort. Hast du es jetzt schon? Palantir. Ja! Herzlich willkommen. Ich wollte eigentlich Glückwunsch sagen. Sie auch. Alles klar. Gut, Palantir war richtig. Palantir. Hört sich an wie eine nette Pastete so. Ja, der Palantir. Habe ich zuletzt im Einkaufsregal gesehen. Ja. Afrikanischer Steppenbewohner, finde ich. Palantir? Ja. Palantir. Ich wusste doch, das hat so ein... Ich hab's euch gesagt, das Molinier. Der Palantir. Ich hab Molinier gesagt. Ich wusste, dass das so ein dummer Name ist. Da ärgere ich mich nicht mehr, das hätte ich nie gewusst. Die meisten dürften noch den Heimcomputer Commodore Amiga kennen. Was bedeutet das Wort Amiga? Übersetzt. Übersetzt. 2 Minuten ab jetzt. Aber Amigo ist doch Freund, oder? Was ist dann Amiga? Freundin. Ja, eine Freundin. Ich glaube, das ist nur so eine... Das wäre richtig. Das ist nur so ein Gag, der damals immer gemacht wurde, dass das Freundin genannt wurde. Zumindest, wenn man sich die ganzen alten Artikel durchgelesen hat in den Zeitschriften, da hieß es immer, das Spiel kommt auch für die Freundin. Und das war dann umgangssprachlich für den Amiga. Oder die Amiga. Amigo heißt Freund. Amiga, Freundin. Keine Ahnung. Das ist jetzt ein Joke. Ey, das ist so schlimm, weil das... Ey, heißt du nicht... All das weiß man eigentlich. Ja, ist eigentlich keine Nerdfrage, sondern eine Sprachfrage. Das ist Spanisch. Es ist eigentlich eine Spanischfrage. Nur weil du einen Computer aufs Bild machst, ist es noch keine Nerdfrage. Ja, das ist so ein Ding, glaube ich, wie hier Atari, was dieser Berg ist oder diese Bergspitze irgendwie so ein Kram. Irgendwas... Ja gut, aber wenn es jetzt so was völlig Abstraktes wäre, dann hätte Tranto die Frage nicht... Vielleicht heißt es Regenbogenknick. Auf in irgendeiner Sprache. Team 2 möchte dieses Wort bitte auflösen. Und wenn das nicht stimmt, dann werden wir aber auch in die Reklamation gehen. Ja. Weil dann werden wir mit dem Spanischen Wörterbuch hier auflaufen. Und dann bitte, was ist eure Antwort? Also Team 2 hat sich für die Antwort Freundin entschieden. Ja, ich lösen, ich sage Freundin. Alles klar, dann schauen wir doch mal. Es wird sehr peinlich wahrscheinlich jetzt gleich, aber wir glauben, Amiga bedeutet Freundin. Alles klar, schauen wir doch oder mal. Oder Frau? Rein. Frau? Moment, die Frage Frau. Ist eingeloggt. Frau, Freundin. Freundin? Jawohl! Ja! Gut. Wie viele Leute haben das richtig gemacht? Gut runtergerechnet. Na, wer hat's noch gewusst? Yes! Habt ihr klasse gemacht! Das sind schon 2 Punkte. So. Weißt du, Spanisch kannst du, ne? Nee, wahrscheinlich deswegen, dass auch die Computernauts mal eine Freundin haben. Deshalb. Ah, so. Sind ja auch grundsätzlich männlich. Ach, die hatten ja richtig Humor da. Ja. Ja, gut, wer hat da um die Ecke gedacht? Also, der wird nie drauf gekommen, das so zu lösen. Ich dachte, das ist jetzt, ein dummer Gag. Eine Abkürzung halt ist sehr gut. Großartig. Von welchem Planeten stammt der Zauberer Orko aus Masters of the Universe? Das ist jetzt scheiße. 2 Minuten ab jetzt. Das ist jetzt scheiße, weil... Orkulanien. Orkania. Aus welchem Universum? Melmark war es nicht, ne? Wo die wohnen, heißt er Eternia. Ja. Aber das Problem ist, dass er wahrscheinlich gar nicht von Eternia kommt. Sagt in den Hörspielen, ich bin Orko aus dem Zauberland, bla bla bla. Ja, da wird nie mehr was gesagt. Aber der Planet heißt ja nicht so. Weißt du doch nicht, ist dein Planet oder? Herzlich willkommen in TV-Sendungen, die schon abgesetzt waren, als ich 5 Jahre alt war. Ich glaube, Orko ist auch irgendwie so ein altes Wort. Das heißt übersetzt irgendwie Geist oder sowas. Ich glaube auch, das Wort Ork entstammt dem Ganzen. Vielleicht kann man dadurch darauf, gibt es irgendwie so einen Heimatplaneten von Geister-Orks oder so? Ja. Entschuldigung, aber das Ding heißt
das ist He-Man und er heißt Orko. Dann kommt er sicher aus dem Land, was so heißt wie er. Orkolanien habe ich auch. Oder Orkotopia. Orkotopia. Orktopia. Nee, das ist alles zu intelligent. Wir brauchen was Dummeres. Gibt es eine Melodie dazu, damit es dir wieder einfällt oder so? Da kannst du sie. Orko vom Planeten. Nee, hör auf, Hauke, du machst das nicht leichter. Im Zweifelsfall ist es sonst Vulkan, ne? Orko. Ja. Was? Im Zweifelsfall immer Vulkan. Vulkanien? Nein. Andromeda könnte es, also es ist die Notfallantwort, wenn es nichts mehr so. Ja, das finde ich auch gut. Orko aus... Also ich weiß, dass Iteria? Es... Iteria? Iteria, glaube ich, heißt. Also es gibt halt einen Planeten bei Master of the Universe, der halt ähnlich klingt wie Eternia, aber halt nicht Eternia ist. Und ich glaube, da kommt Orko. Das ist schon dabei. Ich möchte lösen, ich sag Orko von Andromeda. Zack. Weltraum. Team 2 hat sich nach langen Diskussionen geeinigt. Und da, also es gibt ja auch Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen und die sagen, dass der Ursprung der Orkos auf Eternia liegt. Die sind dann emigriert und später zurückgekommen. Die Wiege Orkos liegt in Eternia. Das ist das ist eine falsche Information, die sie eventuell noch haben. Ja, der Planet ist natürlich Iteria? Oder Etheria oder wie das heißt. Okay. Etheria. Kann man beides gelten lassen? Wir schauen mal, ob die Antwort ist nicht stimmt. Beides falsch. Troller! Immerhin mal oben drin. Orko ist ein Trollaner. Okay. Hab ich leider echt noch nie gehört. Orko der Trollaner. Da müssen wir uns keine Vorwürfe machen. Troller! Ja. Orko kommt vom Planeten Troller. Nee, das stimmt. Mann. Doch, das stimmt. Er ist Trollaner. Neuesten Genanalysen zufolge sind die Trollaner aus Eternia ausgewandert. Troller, das wusste keiner. Orko ist ein Trollaner. Ach stimmt, das hätte ich gewusst. Das wusste das Team vor uns auch nicht. Wie lautet der bürgerliche Name von Spider-Mans Erzfeind Venom? 2 Minuten ab jetzt. Also los klar, geht's. Dass hier so ein Scheiß wiederkommt. Da ist er doch am Ende. Da ist er doch vorher so ein aufstrebender Journalist, der dann Bilder fotografiert. Ich weiß sogar den Schauspieler, der ihn spielt. Aber der halt, nein, der hat irgend so einen dummen Namen. So Kyle Black oder David Bowie oder so. Ist es denn, also welches Universum ist denn das jetzt? Das Filmuniversum, das Comic-Universum? Gibt sich nichts. Ist dasselbe? Also der Typ im Film, warte mal, Venom wird also auch im Comic. Simon. Ich weiß, in der einen Sinn, in dieser neuen Comic-Serie war das sein bester Freund, dieser... Aber war das der zum Green Goblin wurde? Das war Norman Osborn und der Junge wurde aber, glaube ich, in den Filmen jetzt auch zum neuen Green Goblin. Bei Venom kenne ich mich leider nicht so besonders aus. Ja, ich glaube, der heißt Eddie Brock. Ich meine auf jeden Fall, dass im Topher Grace hat ihn gespielt im dritten Spider-Man-Film und ich glaube, der hieß da Eddie Brock oder sowas. Das ist der heuert irgendwann auch nochmal beim David Bugle, also im Film heuert er beim David Bugle an. Also okay, lass uns Namen. Hast du einen Namen? Es muss irgendwie so ein generic Ami 50er-Jahre-Name sein. Sowas wie Peter Parker, nur ein bisschen anders. Das ist jetzt das große Vorname. Ja, nee, der hat doch irgendeinen. Ich dachte nur so, das ist das Einzige, woran ich mich erinnere, dass ich dachte, ich hätte den Namen gehört und sofort gedacht, okay, das ist ein Würstchen-Name. Aber vielleicht versehe ich mich da jetzt auch. Fuck, ey, ich habe auch diese Szene vor Augen, wie der mit diesem schwarzen Schlotter da und dann kämpfen die miteinander, aber ich weiß nicht mehr. Das sind so Informationen. Das ist auf jeden Fall dieser Kerl. Hey, Eddie ist aber, glaube ich, der neidisch ist auf Spider-Man, weil der die geilen Artikel macht und die Fotos von Spider-Man und dann verfolgt er ihn, wo Spider-Man sich in den Glockenturm den Scheiß runterreißt und dann geht er hoch und ist Venom. Und der ist ja auch schon an der Hilft ne? gar nicht. Michael. Ja, ich möchte lösen, ich sage Kyle Black. Kyle Black, die finale Antwort? Eddie Brock ist unsere Antwort. Alles klar. Mir fällt nur nicht der Vorname. Okay, wir sagen irgendwas. Wir sagen, Zeit ist um. Wir sagen Osborn. Evil. Wie Evil davor. Der bürgerliche. Ach, du möchtest beide Namen haben? Vor- und Nachname? Ja. Dr. Osborn. Wie heißt der Sohn? Norman ist der Vater? Nee, Norman ist der Vater und. Dann heißt er James Frank. Gut, die Antwort bitte, die Zeit Peter Osborn. Frank Osborn. Nee, Ozzy Osborn. Ozzy Osborn. Und das ist Eddie Brock. Shit. Na, schade. Ja! Schönes Ding, Alter. Schröck. Passt. Gut. Nie gehört. Doch, habe ich schon mal gehört. Scheiße. Auf dem Spielbrett von Monopoly liegen zwischen dem Gefängnis und dem Westbahnhof nicht nur das Elektrizitätswerk, sondern auch 3 Straßen. Nenne ihre Namen. Welche Farbe ist das? 2 Minuten ab jetzt. Glaub, viel Spaß. Waren das nicht die gelben Straßen? Ich würde auch sagen, die gelben. Das ist so Lessingstraße, Goethe und... Da ist das Gefängnis. Ach so, rechts ist das, ne? Genau, das ist gegenüber vom Gefängnis. Westbahnhof, Ostbahnhof, Nord. Süd, oder? Nee, Westbahnhof, das müsste hier sein.
Gelb, Rot, Grün, Blau. Das Gefängnis hier ist, das sind die... Das ist die Roten. Das ist die... Nein, die Orangen. Schnell, hör! Ich bin Monopoly-Experte. Hier ist los. Hier ist los und das Gefängnis ist komplett auf der anderen Seite. Genau. Und Lessing ist Mittelklasse bis gut. Ja. Und das kommt nach dem Gefängnis oder vor dem Gefängnis? Hier ist das Gefängnis. Hier ist der Westbahnhof. Das heißt, es ist die Seestraße. Wer hier startet, es liegt hier gegenüber. Ja, das sind die lilanen Straßen. Das ist die Seestraße, ist die Hafenstraße. Hier ist doch los, oder? Seestraße, Hafenstraße und... Ich glaube, die dritte brauchen wir noch. Blau sind die Schlossallee und Parkstraße. Genau, die sind kurz vor Ende. Seestraße, Hafenstraße. Ja, die eine heißt nicht Straße, das ist nämlich der Trick. Da heißt, glaube ich, eine heißt Chaussee oder so. Das gibt's noch alles Nautische. Bootstraße, Möwenstraße, Bootsstraße? Wasserstraße. Irgendwas sagt mir aber, dass Goethe und Schiller eher danach kommt. Genau, das ist das Problem. Gott, dran, du Arschloch! Irgendwas mit Angeln, ja, auch nicht. Hafen, was gibt's? Seestraße. Hafenstraße. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt richtig ist. Seestraße ist hundertprozentig richtig. Ja. Industriestraße. Oh Gott, das muss ich wissen, ey. Bitte, überlegt's euch. Mördergeil. Fuck. 10. Okay, sollen wir die gelben sagen? Das sind gelben. Das heißt, sagen wir die gelben. Ja, okay, Team 2 sagt folgende Antwort. Alles klar. Wir sagen, es sind Lessing, Schiller und Goethestraße. Okay, ich bitte um eine Antwort. Seestraße, Hafenstraße und Meerstraße. Das muss es vom inneren Auge haben. Was kann ich denken? Nein! Hast du irgendwie einen Buchstaben oder was drin? Nee, ich glaube nur, die hieß nicht irgendwie auch sind noch schon Straße, ich sondern ich brauche leider eine Antwort. Ich habe das leider nicht gehört. Kannst du das Signal nochmal machen? Sowas. Das dürfen wir nicht mehr denken, oder wie? Ich brauche eine Antwort. Ja, okay, dann gebe ich die Antwort. Überleg weiter. Ganz klar ist das erste Feld. Das erste Feld, die See. Muss die richtige Reihenfolge auf? Nein. Seestraße. Seestraße. Das ist wahrscheinlich korrekt. Dann gehen wir zum zweiten Feld über. Die gibt es, glaube ich, auch in direkt Hamburg. Direkt, wahrscheinlich neben dem Elektrizitätsfeld, gibt es auch in Hamburg. Sollte man aber nicht hingehen. Naja, nachts. Ja, aber beim Hafengurtsel ist es halt. Also da wurden sogar die Kameras mittlerweile übersprüht, dass man es nicht mehr sieht, wenn man dich denkt. Wie heißt denn die Straße? Ja, warte, die zweite ist die Hafenstraße. Berühmt für die ganzen Besatzer und so weiter. Und für noch viele andere Sachen. Genau, über die wir hier eigentlich nicht reden dürfen. Ja, aber du hast es trotzdem getan. Danke. Es fehlt noch eine Straße. Du hast was von 5. Ich hab gesagt, man darf da nicht nachts durchlaufen. Ja, und weil man sonst geassed wird. und das dritte ist... Vor 10 Jahren hätte ich es gewusst, weil ich das Spiel millionenmal gespielt habe, aber was? Uferdammstraße. Nein, dann warte doch noch kurz. Musst du es wirklich jetzt wissen? Uferdamm. Wie alle anderen auch. Ja. Okay, dürfen wir uns doch letztes Mal beraten, dass ich die Finale mit allen abgestimmten Antwort geben darf? Ja. Uferdamm. Das ist falsch. Ja, Mann, das ist auf jeden Fall falsch. Das ist falsch. Aber auch Ufer und Dammstraße. Dammstraße, oder? Dammstraße. Alles klar. Dammstraße, Hafenstraße, Seestraße. Wir schauen mal, ob das stimmt. Nein. Jetzt sind sie gelben oder die Welche ist es? Oh Gott, Rathausstraße oder so. Ich kenn's was anderes jetzt. Neue Straße! Mann! Oh nein! Mann, dran, ey! Die neue Straße, Mann! Alter, geil, Mann! Die neue Straße, ey! Die pumpst du alle! Aber ich wusste es zumindest! Oh nein! Hammergeil! Ah. Die sind aber tatsächlich auf der. Neue Straße, Mann. Hafenstraße und Seestraße wäre die richtige Antwort. Du hast uns perspektivisch getäuscht. Nee, neue Straße, ja, leck. Das wusste bestimmt das Team vor uns auch nicht. Bäh. Deswegen habt ihr auch so gelacht. Hammer geil, oder? Neue Straße, das weiß doch keiner. Wird der Videospielcharakter Kubert von einer Kugel oder einem Gegner erwischt, erscheint über seinem Kopf eine Sprechblase. Welches Zeichen fehlt hier? Ein Totenkopf. Hier? 2 Minuten jetzt. Oh, da ist ein Totenkopf. 100%. Ich würde fast schon sagen, dass es Sternchen ist, vielleicht ist, ne? Wie es im Namen dort hat. Also zwischen Q und Bird. Was ist mit der Bombe? Aber guck mal, wenn Bombe ist auch ein gute Idee. Sieht man auch, dass die Aussparung ungefähr die Form von einem was Rundem hat. Es könnte aber ja, auch eine und Bombe muss noch sein. Was dran sein. Also kann es eine Bombe nicht sein, weil eine Bombe oben noch im Ey, ich hat. Sag, da ist ein Totenkopf. Diese Blume, über die regt man sich nicht auf. Ich glaube nicht, dass es die Blume ist. Nee. Man würde ja nicht sagen, oh, ich bin tot, Blume. Ja, aber die Blume steht für, für so ein Sternchen eben. Ey, wir wollen lösen. Alles klar. Wirklich? Meinst du? Bitte. Die richtige Antwort lautet Totenkopf. Totenkopf. Das stört die Dekoration nicht.
Sternchen würde ich. Ich würde Sternchen sagen, doch eher dann, ja. Gut, also dann. Sonst wäre es zu negativ. Also werde ich jetzt auch nicht euch beiden widersprechen. Und dann bleibt Team 2 bei der Antwort Sternchen. Klar. Raute Zeichen drin. Welches Zeichen fehlt dir? Zwei Minuten Raute, ab jetzt. Raute! Wir wollen alle früh Mittag machen. Raute. Alles klar, wir schauen mal, ob die Antwort stimmt. Achso, es stehen da zwei Zeichen? Oder? Raute doch. Sie Raute natürlich! Natürlich! Selbstverständlich, ich dachte, wir haben da keine Totenkopf vor. Ich denke, das ist ein Hashtag. Hammer gut, woher wusstest du das? Das ist ein Hashtag. Heute wäre ein Hashtag. Ich weiß das, weil ich den neulich animiert habe. Das kann ja nicht mehr. Nein! Raute, verdammt! Das scheiß Hashtag. Oh. Verdammt! Du, mein frage ich mich, wozu die Raute auf dem Telefon ist. Ey, weißt du was? Ich habe die ganze Zeit diese Raute im Kopf gehabt und habe gedacht, das kann überhaupt nicht sein. Ich kenne das Spiel gar nicht gut genug. Warum soll ich? Raute. Ich sehe die ganze Zeit diese Raute und dann sage ich nur, ja, Raute, und ich traue mich nicht, das zu sagen. Ja, warum lösen wir dann? Ja. Wir waren uns alle einig, wir wollen nicht lösen. Du hast gesagt, ich bin mir ganz sicher, zu 99% wollen wir lösen. Ich habe gesagt, nein. Wie viele Tasten hat der normale Controller des Atari Jaguar? Also der normale Controller hatte ein Nummernpad unten drauf. Das heißt, du hattest, so wie bei einer Fernbedienung, die Zahlen von 1 bis 0 oder 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, da hast du schon mal 10 Tasten drauf. Okay, aber der hatte unten so ein Tastenfeld, wie so, ein Nummernblock. Das heißt, er hatte 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 mindestens. Vielleicht waren es sogar 10, 11, 12. Ich glaube, es waren sogar 12. Ich kenne das Ding nicht mal. Das hat doch ein komplettes Nummernpad drauf, ne? Ich habe keinen Jaguar gehabt. Warte. So, er hatte keine Schultertasten, wenn ich... Oh Mann, hat er schon... Nee, er hatte keine... 4 so und dann nochmal 9. Wie sah der Controller sonst aus? Nee, der hatte 3, glaube ich, oder? Der hatte 3. A, B, C hatte der, glaube ich, oder welche Konsole war das mit den 3? Ich schätze, für die Zeit dort müssen es nicht nur 2 Knöpfe gewesen sein, sondern 4, weil die waren schon seit ein paar Jahren gang und gäbe. Da kann man also zu den 10, die wir auf dem Nummernpad haben, schon mal 4 dazu packen. Waren es jetzt 1 bis 9? Wahrscheinlich 0 bis 9. Ich weiß nicht mehr, wie der aussieht. 0 bis 9 sind 10. Ist die Frage, hat Atari den standardmäßigen Select-Button gehabt? 6, Start und Select, 8, Schultertasten, 10, plus das 22er-Pad, wenn 12er-Pad. Wieso 22? Jetzt ist die Frage, 9 oder 12? Du hast halt so eine Folie drüber gelegt, deswegen... Ey, wie ich da wieder genau weiß, wie Gregor das sofort gewusst hat. Select oder nicht Select, das ist hier die Frage. Ich würde fast sagen, nicht Select. So, dann 2 Schultertasten sind 12. Dann hat er wahrscheinlich 4 Buttons wie Super Nintendo, sind 16 und Select und Start sind 18. Nachdem wir lange debattiert haben in der Gruppe, sagt das Team, die Antwort ist 17. 19. Alles klar, 19. Wir schauen mal, ob das stimmt. Unsere Antwort lautet 18. 18, alles klar. Dann schauen wir doch mal, wie die Antwort lautet. Schade. Ist das ein Kotzen? Der hat 3 Buttons? Allein, dass du wusstest, der Nummernpad hatte schon sehr... ne? Scheiße. Nein! Oh, was? Aber stopp! Aber der hat keine Schultertasten! Nein, der hat keine Schultertasten! Fuck! Aber alles war richtig, Mann! Ja, Mann, ey, der war so hässlich! Wow! Mann, das war ja echt spitze! Super! Und er hat doch 2, aber er hat kein L und R! Ja, alles falsch gemacht, Herr Gregor! Deswegen sind 12 Tasten unten auf dem numerischen Pad. Er hat 3 Action-Buttons und 1000 Options. Nee! Keine Schultertasten. Wow! Oh, und trotzdem die richtige Antwort. Fantastisch! Das macht aber dann von eben pusten. Die Raute wieder weg. Ja, das ist geil. Nach Runde 9 ergibt sich folgender Zwischenstand. Team Eddie hat keine weiteren Punkte geholt und liegt mit 3 Punkten auf Platz 3. Team Nils ist mit 4 Punkten noch gut dabei und liegt auf Platz 2. Und an der Spitze nach wie vor Team Simon mit 5 Punkten. Ja! Ey, ihr beiden tragt den Scheiß hier. Komm, wir gehen da trinken, oder? Doch noch warten 11 Fragen auf die richtige Antwort. Holt Team Simon den Sieg? Glückstrau, ich habe die blöde Maxi 1000 Mal irgendwo liegen gesehen. Wird Eddie ausrasten? Wir schauen in die Lösung rein, das ging ja schnell. Kann Nils auch weiterhin auf das Glück seiner Kollegen hoffen? Alter Schwede, wenn du dich nicht weißt, erinner dich mal. All das seht ihr nächste Woche im zweiten und finalen Teil unseres Nerdquiz. Und bis dahin geht ihr auf gameone.de. Ja, weil ich nicht sicher war, Alter, weil ich, das war mir so fernab. Extension Workprint, jetzt mal ehrlich, ich kenne den scheiß Kinocut. Ich hab das Ei zu Hause. Wenn ich in diesem Ei diesen Workprint nicht finde, ja, wenn er da nicht enthalten ist, dann muss ich diese Frage annullieren.